Cray und willkommen zum neuen Vlog. Ihr seht schon, das Wetter ist sehr, sehr interessant, deswegen habe ich eine tolle Kapuze auf. Und Leute, eigentlich 5 Minuten war Sonnenschein da, jetzt sieht es halt so aus da oben. Es ist komplett dumm. Es kotzt halt einfach mega an. Du denkst dir so, ja, Sonne, dann gehst du raus und aus 5 Minuten ist wieder das Wetter, also ist übel kacke. Aber dafür kommt der Julian heute wieder, der ist ja jetzt weggefahren. Vor ein paar Tagen kommt jetzt halt nochmal für 2-3 Tage sowas. Und guck mal, was sich so ergibt. Wird schön bis dahin ins Hotel, weil bei dem Wetter möchte ich echt nicht draußen sein. Also, let's go. Später. So, wir sind jetzt wieder back und Julian ist auch da und er hat sich hier... Klar, die Sonne. Kirsche. Die ganze Packung. Es gibt keine einzelnen hier. Ja, wir sind gerade im Geschäft und kaufen ein paar Getränke ein. Nochmal einen für die letzten Days in Köln. Und schauen wir mal, was wir noch finden. Was möchtest du denn, ha? Ich würde sagen, wir nehmen uns nochmal 3 Fritz Cola mit. Was haltet ihr davon? Das klingt tatsächlich nach einem Plan, den ich akzeptieren würde. Allerdings finde ich die Metzelmix auch gut. Nein, wir nehmen 3 Fritz Cola mit, eindeutig. So sehen Sie aus. Heute wird gesoffen, heute. Bobsnesend. Du filmst doch die ganze Zeit raus? Ja, klar. Weißt du, was peinlich wäre, wenn dir jetzt eine Fritz Cola runterfallen würde? Das wäre echt peinlich, Alter. Ja, dann würde das passieren. Zum Glück ist mir das nicht passiert gerade. Nee, ja, nee. Zum Glück hast du keine neue geholt. Ja, zum Glück. Ich will mit Fahren fahren. Mit Status eines Superstars. Das ist gute Musik. Range Rover Mansory. Range Rover Mansory. Alter, ich sollte Filmer werden. So, wir waren jetzt gerade essen und sind gerade am Weg zur Kirmes, eher gezwungenermaßen. Und ja, Leute, wir müssen jetzt gleich mal die grüne Welle da vorne aus. Komm. Sir, sie bleiben doch bestimmt stehen, oder? Was soll das denn? Das war doch die Ampel, wo wir bei noch 2 Rote drüber gelaufen sind, oder? Was? Das hast du nicht im Video gesagt. Hast Nein, die war nicht rot. Hast du einfach eine Straftat im Video zugegeben? Leute, wir haben gerade ein Problem. Und zwar, seid mal ruhig. Hört ihr das? Ihr hört nichts. Das Scheiße. Hört ihr das? Genau nichts. Wir haben gerade irgendwie so eine böse Vermutung, dass die Scheiße zu hart. Eigentlich haben wir jetzt 10 Uhr. Ach, schade. Ey, ich habe mich so gefreut. Ja, eigentlich haben wir jetzt 10 Uhr. Es ist so schönes Wetter, mir ist überhaupt nicht kalt. Ich habe mich so gefreut. Aber wenn die Kacke jetzt zu hart, ne? Obwohl dann Öffnungszeiten 0 Uhr stand, dann gibt es ja aber Schläge, Alter, an den Verantwortlichen. Leute, das sieht nicht gut aus. Ich gehe jetzt höchstens hin und gucke da die Öffnungszeiten, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Aber das steht ernsthaft, dass die Scheiße bloß bis 10 Uhr offen hat. Was ist denn für eine Kacke, Alter? Ohne Scheiß, ich dachte bis 0 Uhr und jetzt sitze ich da. Toll, toll. Mann, danke dafür, ey Blali. Weißt du, wie man solche Leute bei mir nennt? Nervensägen. Okay, Leute, es ist gerade was extrem Gruseliges passiert und ich schwöre euch, das ist echt. Die glauben das nicht. Die glauben das locker nicht, aber das ist echt, echt. Leute, die Tür, gibt euch das? Die ist zu. Seht ihr das? Und ich habe jetzt keine Karte. Ohne Scheiß, da könnte jetzt irgendwer drin sein. Ja, jetzt mal drin ist dann, ja. Das sind meine Schuhe. Ja, ja. Ja, hallo? So, Leute, das ist echt wirklich, ohne Scheiß, ne? Das ist echt, warte mal kurz, halt mal die Cam. Das ist richtig cool. Da könnte er einfach auf dem Klo sein und dich jetzt aufschlitzen, wenn du da hinkommst. Warte mal. Also, wir machen mal Licht. Ja. Ja. Könnt ihr bitte mitkommen? Ohne Scheiß. Also wenn das hier hochgeladen ist, Leute, dann bist du ja echt immer keiner drin, oder? Oder ich bin weggelaufen, eins von beiden. Hallo? Wir sind alle jetzt auf dem Weg. Nee, hier ist keiner. Hä? Ja, im Schrank ist wer, bestimmt. War meine Schmutzwäsche jetzt oder was? Ja, keiner? Auch keiner. Alter.
Alter, ohne Scheiß, Leute, ich hab grad richtig Schiss gehabt, ey. Puh. Er kann dann jeder nachts zu uns rein. Schweitertag. So, nachdem wir diese Horrornacht jetzt hinter uns haben, sind wir jetzt hier bei The Being und essen gerade vegane Ente, Leute. Wie geil ist das denn? Und da ist Julian, der hat hier irgendwelche Nudeln. Das hat uns auch die vegane Ente genommen. Wir hauen jetzt erstmal rein und gucken mal, was dann sich danach so ein bisschen ergibt, weil wir haben heute einen echt sonnigen Tag. Das sieht gut aus diesmal. Diesmal sind wir ein bisschen früher gekommen, so ein, zwei Stunden früher halt, ne? Und jetzt sieht es tatsächlich gut aus. Also jetzt kommen wir da, glaube ich, rein. Leute! Das wird so romantisch. Leute, es geht los! Los, Schatz! So, wir sind jetzt gerade am Rückweg irgendwo hin zu Hibiskus oder also Café Hibiskus oder zum Hotel, weil es scheiße kalt ist. Dritter Tag. Komm, das reicht erstmal. Sandra! Sandra! Oh, jetzt geht's ab. Oh Gott! Oh shit! Oh shit, das läuft doch lang! Alter, das ist besser als diese Achterbahn gestern. Die war auch scheiße. Bam! Jetzt weiterdrehen. Nein, jetzt aufstehen einfach. Leute, gebt euch das einfach, wie krass das hier gerade ist. Schau, wie die kämpfen jetzt. Die kämpfen jetzt. Die Ente wäre im Nachteil, ne? Alter, die sind direkt vor mir, Leute. Wie krass ist das denn? Got the kill, no boost in my gun. 20 right now, my girl 21. Feel like I've been waiting for my year, but what if my year never comes? Quit that song, trust in you made life for some. Depression kills life for some. But I know your lyrics gave a life to one. Fade away from that industry coming for my neck. Cause I quit writing like everybody. Soundbites never flex. Why do you think with your zipper? Why don't you think with your head? Why do you think you regret your past when you lay in your bed? Yeah. The inside of me has been coming out, coming out, coming out. The inside of me has been coming out, coming out, coming out. In this lie where I wake, pray to God, pray to God. But I probably want more. Now it's like I have the girl in my dreams. Why in the hell do I still look at porn? Probably would never quit. Probably would never stop. Yeah, you will cheat on her. On that tour with another thought. Nah, you don't know me like you wish you did. You don't control me no more. Happy I'm closer to love than I've ever been. Demons inside cannot hide me no more. God, please take me over, I'm tired of this. Ran away, been on some prodigal shit. But I am back, yeah, I'm back and I'm better than ever. God, tell me what's next. The inside of me has been coming. Coming out, coming out, coming out. Inside of me has been coming out, coming out, coming out. Demons don't lie where I wait no more. So, das macht wieder. Der Julian geht jetzt nach Hause. Dein Zug kommt nämlich gleich irgendwo von da hinten. Das ist echt ein bisschen blöd, aber kann man nichts machen. Ich habe noch ein paar Stunden hier, bis die Sonne untergeht. Dann kann ich noch eine schöne Nacht hier schlafen. Und dann geht's für mich zurück ins Verdammen. Aber geht's jetzt erstmal hart, den Julian zu verabschieden. Ich glaube, wir sollten die Sättigung ein bisschen runterstellen. Okay, ja, ja, ja. So ist gut. Jetzt, okay, jetzt, okay gut. Das, jetzt ist gut, okay. Soll ich es ganz schwarz-weiß machen? Warte. Jetzt. Jetzt, okay? Ne, warte. Jetzt. Also ich hab's schwarz-weiß gemacht, dann nicht mehr, dann wieder schwarz-weiß. Ja, genau so war's, ja. Okay. Und soll ich eine traurige Musik nehmen? Nee, nee, das ist too much. Das ist too much. Die nehme ich erst, wenn er zukommt. Fröhlich. Okay, fröhlich, okay. Und wenn er zukommt, dann traurige. Nee, dann. Dann Dubstep und dann, wenn er da ist, okay, dann, okay. Dann traurige, okay. Und dann kommt Dubstep. wenn ein Dubstep ist, wieder die Farbe dann wieder tun kurz. Nee, mach so richtig, als wäre es alles voll traurig und dann mit Dubstep. Also ich auch schwarz-weiß lassen, wenn Dubstep kommt? Ja. Okay. Hast du noch ein paar letzte Worte irgendwie? So. Ich hasse Sandra. Sagst du, oh Scheiße, der Zug kommt. Shit! Boah, hörst du die Dubstep-Musik? Oh shit, 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 shit. Oh, gleich haben wir schon, gleich kommt die traurige Musik. Oh damn it, Alter, ich höre die traurige Musik schon leise, warte, oh fuck, jetzt ist sie gleich da. Ja, jetzt ist sie da, Alter, shit. Okay, dann würde ich mal sagen, bitte geh nicht,
Sag einfach, dass du Zufall passt. So, meine Cuties. Da sind wir auch schon mit meinem Gepäck. Ich habe jetzt gestern nicht noch viel gevloggt, weil es einfach nicht mehr viel zu vloggen gab. Und ich habe jetzt auch schon gepackt, wie ihr seht. Sandras Koffer steht auch schon da hinten mit ihrer Tasche hier. Ja, wir gehen jetzt auch. Es ist schon der nächste Tag am frühen Morgen. Wir werden es dann auch packen. Also wir haben jetzt circa noch eine Stunde, dann checken wir aus. Dann kommt auch schon bald unser Zug und wir fahren zurück ins Dorf. Wenn ihr noch dran seid, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr im Dorf oder in der Stadt wohnt und was ihr bevorzugt. Würde mich mal interessieren. Ich würde sagen, ich strecke den Vlog jetzt auch nicht noch länger. Ich glaube, die letzten Szenen vor BMs Abreise waren ziemlich cool mit den ganzen Enten und sowas. Also hat mir echt Spaß gemacht. Der letzte Tag allgemein gestern war echt cool. Und dabei würde ich es dann auch belassen. Falls euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen kleinen Like freuen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann die nächsten Tage wieder. Gucken wir mal, wann was hier kommt. Ich denke morgen. Bis dahin und ciao, mein lieben Kiwis.